Wie geht's der BookTube-Community während der Corona-Pandemie? Das will ich mit diesem Tag erfahren. Los geht's. Erstens, inwiefern bist du von Corona betroffen? Ich habe sehr großes Glück, dass ich nicht persönlich direkt stark betroffen bin von der Pandemie. In meiner Familie, in meinem engen Freundeskreis gibt es niemanden, der irgendwie erkrankt ist. Und dadurch, dass ich und meine Frau schon von Anfang an seit dem Lockdown im Homeoffice arbeiten konnten, konnte ich natürlich auch viel mehr von der Schwangerschaft mitbekommen und habe jetzt auch mehr Zeit für den kleinen Neo. Insofern habe ich da durchaus Glück und hat diese Pandemie für mich tatsächlich auch gute Seiten. Allerdings kenne ich auch Leute, also Eltern von meinen Freunden, die ganz schwer an Corona erkrankt sind, schon im Frühjahr und immer noch mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Und ich kenne auch jemanden, das habe ich gestern von einem Freund erfahren, dass ein Kumpel von ihm tatsächlich verstorben ist an Covid-19. Zweitens, hast du mehr Zeit während der Pandemie zum Lesen? Leider ist genau das Gegenteil bei mir der Fall. Im Homeoffice ist es so, dass niemand einem irgendwie Grenzen setzt. Und zumindest bei mir war es so, dass ich dann permanent das Gefühl habe, jetzt on sein zu müssen. Ah, das kannst du noch machen. Ah, ist es wirklich schon so spät? Und obwohl ich auf Kurzarbeit wäre, die Elternzeit ist jetzt gerade erst vorbei, ist es so, dass ich gefühlt im Homeoffice viel mehr arbeite und gearbeitet habe und mich da ein bisschen am Riemen reißen muss. Und das geht auch auf Lesezeit. Was auch dazu kommt, ist, dass das Homeoffice, der Weg zur Arbeit, der bei mir traditionell Lesezeit ist, entfällt. Und ich deswegen, und natürlich wegen der Schwangerschaft auch, eher weniger zum Lesen komme als mehr. Drittens, hat sich dein Leserleben durch Corona verändert? Seit Beginn der Pandemie lese ich meiner Frau zumindest mehr vor, lese allerdings selbst kaum noch Printbücher für mich alleine, sondern wenn, greife ich dann eher zum Hörbuch, weil das besser zwischendurch geht bei sonstigen Tätigkeiten. Klar, ich habe auch öfter mal ein Baby auf dem Arm. Der schläft jetzt nicht mehr so viel, der Kleine, wie ganz am Anfang. Da ging das noch. Jetzt greife ich dann eher mal zu einem Hörbuch. Also da gibt es schon eine deutliche Veränderung. Hat sich etwas daran geändert, woher du deine Bücher beziehst? Früher viele Bücher, zum einen über das Haussortiment heißt das, bekommen. Das heißt, Bücher wurden mir angeliefert ins Büro. Das war ja immer eine schöne Möglichkeit. Und ich war früher natürlich auch häufiger in der Stadt, häufiger in Buchhandlungen unterwegs. Dann gab es den Lockdown, das war alles nicht so einfach. Jetzt bin ich auch viel weniger in der Stadt, ich verbringe viel mehr Zeit zu Hause, komme seltener in Buchhandlungen, wobei ich hier in Niederrad bei Erhard und Kotitschke öfter war, jetzt als vor dem Lockdown zum Glück. Aber insgesamt ist die Zahl meiner Buchhandlungsbesuche und die Vielfalt an Buchhandlungen, die ich besuche, hat sich deutlich verändert. Ich gehe nicht mehr in die Frankfurter Stadtbibliothek. Die Online hat mir sowieso nie gut gefallen. Und greife wesentlich öfter, das ist eine ganz interessante Entwicklung, zu Büchern aus meinem Bücherregal, die ich schon immer mal lesen wollte. Und arbeite meinen Sub, den Stapel ungelesener Bücher, den arbeite ich mehr oder weniger systematisch ab. Was ganz cool ist. Fünftens, was sind deine Top 3 Lektüren seit Beginn der Pandemie? Von Joel Dicker, Die Wahrheit über den Fall Harry Kubert. Das war auf jeden Fall ein sehr gutes Vorlesebuch. Ich weiß nicht, ob ich es so gut gefunden hätte, wenn ich es für mich alleine gelesen hätte. Dann wäre es mir wahrscheinlich zu lang gewesen, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, die gut erzählt ist, mit witzigen, bisschen überzeichneten Figuren. Aufgeklärt werden soll hier der Vorwurf des Mordes, denn im Garten des berühmten Schriftstellers Harry Kubert taucht die Leiche eines
Mädchens auf, das zum Todeszeitpunkt 15 Jahren war. Da gibt es eine Liebesgeschichte, das ist relativ schnell klar. Und die Frage ist, hat Harry Kubert dieses Mädchen umgebracht? Die Ermittlungen sozusagen führt ein Schüler von Kubert und der fördert allerhand zutage, was sehr interessant ist und für einige, also vom zum Ende hin so einige Pointen und Wendepunkte bietet, die man so nicht kommen sieht. Gute Unterhaltung, ein bisschen zu lang vielleicht, aber ein großartiges Lesebuch. Dann eins der wenigen Bücher, die ich für mich alleine gelesen habe, ist von Julian Barnes, Der Lärm der Zeit. Ist auch das erste Buch, das ich von Barnes gelesen habe und mit Sicherheit wird es nicht das letzte gewesen sein. Sprachlich absolut der Hammer. Es geht um Schostakowitsch und sozusagen ein Künstlerleben unter Stalin und seinen Nachfolgern. Sehr interessant, sehr hart, sehr böse auch zum Teil. Sprachlich, wie gesagt, absolut überwältigend. Eins der Bücher, wo man sich am liebsten jeden dritten Satz als Zitat rausschreiben will. Auch wenn ich kein großer Musikkenner bin, ich spiele kein Instrument oder sonst was, geschweige denn, dass ich ein Konnoisseur klassischer Musik wäre. Aber das Buch hat mich umgehauen, hat mich thematisch auch total interessiert. Zu guter Letzt noch ein Krimi. Ich lese nicht wahnsinnig viel Kriminalliteratur, aber das Buch hat mich überzeugt. Nämlich Krokodilwächter von Katrin Engberg. Ist der Auftakt ihrer Kopenhagen-Reihe. Da sind drei Romane erschienen. Alle drei sind sehr gut. Das ist der erste Teil. Ein junges Mädchen, eine Studentin, wird verstümmelt aufgefunden und er ist nämlich eben kein Kommissar, was ist er? Jeppe Körner und Annette Werner ermitteln hier in ihrem ersten Fall. Die sind von der Kopenhagener Kripo sozusagen, von der Mordkommission. Und ist ein ganz, ganz spannender Fall mit sehr klug ausgearbeiteten Charakteren mit viel Hintergrund. Es gibt auch immer so ein spezielles Thema, das aufgegriffen wird in jedem dieser Bücher. Möchte ich gar nicht zu viel verraten. Die Auflösung hat mir auch gut gefallen. Ein bisschen zu filmisch, zu bombastisch kommt es mir an manchen Stellen vor, aber sehr, sehr gut recherchiert. Glaube ich, sowohl von der Polizeiarbeit als auch von den Settings merkt man, dass die Autorin da richtig Vollgas gegeben hat und dieses Setting, diese Orte in Kopenhagen, diese Figuren, wie die mit ihrer Umwelt agieren, das hat sie sehr, sehr gut gemacht und es liest sich einfach so weg. Deswegen haben meine Frau und ich die beiden Nachfolger dann auch gelesen und ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Sechstens, was ist dein Flop-Buch gewesen in dieser Zeit? Ein Flop-Buch habe ich persönlich nicht. Ich habe während der Pandemie nur gute Bücher gelesen. Das Flop-Buch meiner Frau allerdings, und ich teile explizit ihre Meinung nicht, ist von Gavin van der Werf, Der Anhalter. Das ist ein niederländischer Autor, der schickt seine Protagonisten als Familie per Wohnmobil durch Island. Bisschen überzeichnete Charaktere, es ist traurig und witzig. Gleichzeitig, die Familie bricht so auseinander und über diesem ihren Trip durch Island im Wohnmobil, da schwebt so eine ganz dunkle Wolke, kann man sagen. Insofern ist das so ein bisschen beklemmendes Setting, sag ich mal, so ein bisschen Shining-Atmosphäre, jetzt aber nicht so blutrünstig, sondern so eine Mischung. Stellt euch Shining als Roadmovie so ein bisschen vor, ohne die Horrorelemente macht das irgendwie Sinn. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen das. Und der Grund, weshalb meine Frau dieses Buch nicht gut fand, ist nicht, dass das Buch nicht schlecht ist, sondern sie hat gesagt, ja, die Landschaft Islands wird immer so trist beschrieben und sie hat jetzt gar keinen Bock mehr, dahin zu fahren. Das Buch hat ihre Vorstellung von Island kaputt gemacht. Mir ging das persönlich überhaupt nicht so. Aber so kann man unterschiedlicher Meinung über ein Buch sein. Der Anhalter, ich fand es nicht schlecht und sie fand es so, wie ich es eben beschrieben habe. Siebtens. Hast du Bücher mit Pandemiebezug gelesen? Bücher mit Pandemiebezug habe ich keine gelesen. Ich habe nur meiner Frau
den Anfang aus Boccaccios Decameron vorgelesen, wo er schildert, wie die Beulenpest in Florenz ausbricht. Und das ist sehr drastisch und relativiert so ein bisschen, ohne es verharmlosen zu wollen, was wir pandemiemäßig mit Corona erleben. Also die Einleitung ist sehr, sehr krass, weil die wissenschaftliche Forschung sich ja einig darüber ist, dass das den Fakten entspricht. Und er schildert, wie sich die Toten in den Straßen und in den Wohnungen türmen und ganze Dörfer innerhalb von einer Woche dann ausgelöscht werden. Sehr, sehr heftig, wenn man sich das jetzt vor Augen ruft, und können wir drei Kreuze machen, dass es mit Covid-19 nicht so krass ist. Ansonsten wollte meine Frau unbedingt, dass wir zusammen Camus Die Pest lesen. Habe ich mich ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich mit Camus nie so warm geworden bin. Ich würde aber sehr gerne von Marquez Die Liebe in den Zeiten der Cholera lesen. Ein Buch, das schon ganz lange auf meiner Wunschliste steht und jetzt auch schon auf dem Nachttisch bereit liegt. Achtens. Damit dieser Tag viral geht, nominiere zwei andere Menschen. Ich nominiere Anne von Literaturlärm für diesen Tag und eine YouTuberin/Booktuberin, die ich gerade entdeckt habe erst, nämlich Call Me Chrissy, und ich hoffe, dass die beiden dabei sind. Ansonsten würde mich natürlich auch interessieren, wie du diese Pandemie erlebt hast, wie sich das auf dein Bücherlesen und dein Leben ausgewirkt hat. Du kannst ja nur einzelne Fragen beantworten, musst kein Video drehen, aber soll natürlich jeder eingeladen sein, das zu machen. Schreib's einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.